Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dragon Escape. Oh yeah! Endlich mal wieder, ich habe schon ganz, ganz lange nicht mehr gebracht. Und ja, bye. Ich spiele jetzt ein bisschen Dragon Escape und heute ohne Facecam, weil ich habe gestern schon so fertig ausgesehen und ich sehe heute noch fertiger aus. Ich muss jetzt dann noch duschen gehen. Ich bin ziemlich noch müde und habe sowieso Augenringe bis zum Boden hängen und ja, so, ich muss ehrlich gesagt sagen, ja, Facecam, nein danke, heute nicht. Ab am Abend, wenn ich schaffe heute 2 Videos hochzuladen, dann kommt am Abend wieder eine Folge mit Facecam. Und ja, aber jetzt fühle ich mich ehrlich gesagt dazu nicht imstande. Und es geht auch jetzt schon gleich los in 3, 2, 1. Und wir sind auf der Map Through Hell. Ich hoffe, das wird jetzt was, weil, ja, weil ich einfach hoffe, dass das was wird. Go! Okay, ja. Perfekt. So, da sind wir schon mal rüber und rüber, rüber. Leute, ich probiere jetzt etwas. Oh nee, ich habe den Sprung leider nicht geschafft. Och Mann. Leute, ich will jetzt nicht sterben. Es ist einfach so, ich möchte bitte nicht sterben jetzt. Nein! Und jetzt noch einmal und komm! Ja! Ja, perfekt, Leute. Und jetzt! Und jetzt! Nein! Ich wollte doch noch nicht sterben. Aber nicht so schlimm. Nach einem kleinen Cut geht's weiter. Hier ist Douglas und wir sind auch schon wieder in der zweiten Runde. Ja, ich spawn irgendwie immer so kacke außen, dass ich gleich wieder verrecke. So. Aber jetzt. Das ist der Todesrun. So. Und rüber, rüber, rüber. Ey, nein, ich hasse es, wenn ich hier im Wasser hänge. Das ist das Allerschlimmste ever. Nee, ich trau mich da jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Hä? Was? Wo springe ich denn hin? Nein, nein, Leute. Leute, nein. Ich möchte nicht sterben. Wisst ihr was? Ich schaff das. Ich glaube an mich. Ihr solltet auch an mich glauben. Nein. Oh Mann. Leute, das konnte nicht sein. Wenn es nach mir ginge, würde ich sowieso erst wach werden, damit eine ordentliche Runde entsteht. Aber bei Dragon Escape muss man nicht gewinnen. Das eigentliche Gewinnen macht dein Herz. Hä? Der cheatet doch, oder? Der cheatet. Guck mal, wie der fliegt. Leute, wir haben den Cheater ertappt. Alter. Alter. Das ist doch eine Frechheit, oder? GG Cheater. Ey, das kann's ja nicht sein, oder? Ich meine, der cheatet hier einfach. Ja, wir sehen uns dann noch in der dritten und letzten Runde. Bis gleich. Welcome back zur dritten Runde. Und ja, Leute, ich habe mir eigentlich jetzt gerade so überlegt. So, ich hasse es, wenn die Leute in mir stehen. Deswegen muss ich hier aufpassen. Ich habe mir überlegt, Leute. Ihr könntet mir ja in die... Guckt mal, wie der eine Pokémon-Trainer darüber fliegt, ey, dieser hässliche Cheater. Dieser hässliche.
Ey, ich hasse solche Menschen hier. Ja. So. Und jetzt, Leute, jetzt. Jetzt gewinnen wir diesen Shit. Hä? Bin ich jetzt oben? Hä? Ich bin irgendwie, sorry, ich war gerade irgendwie verwirrt. Nee, nee. Okay, Leute. Ja, ihr seid es ja sowieso schon so sehr gewohnt, dass ich hier abkacke. Aber wie gesagt, wir hatten auch einen Cheater in der Lobby. Wie ihr gesehen habt, dass er da die ganze Zeit zum Ziel fliegt. Und ja, das Einzige, was ich jetzt von euch möchte, bitte, Leute, schreibt mir Themen in die Kommentare, die ich so besprechen soll. Ihr könnt zum Beispiel Hashtag Schule schreiben oder Hashtag Was würdest du tun, wenn du 1 Million Euro auf der Straße finden willst? Irgend sowas, was euch interessiert, über was ich labern so könnte, dann wird das wahrscheinlich heute in dem späteren Video kommen. Also, nicht versagen, auch wenn ihr so schlecht seid wie ich, aber man kann ja nur besser werden. Ich könnte eigentlich auch mal wieder Trouble in Mind World spielen. Also schreibt mir in die Kommentare, was ihr euch so für heute Abend wünscht und welche Themen bitte. Also, wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen und bis dahin macht's gut. Ciao.